Hallo, liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um eine ganz, ganz tolle Art, die wir über Jahre vergeblich gesucht haben und bei der am letzten Wochenende endlich der Erstfund geglückt ist. Und zwar geht es um die hochgerippte Becherlorchel. Wo und wann man die Art finden kann, wie es mit Speisewert und Verwendbarkeit und den typischen Verwechslungspartnern aussieht, all das in diesem Video. Auf geht's! Wo und wann kann man denn die hochgerippte Becherlorchel finden? Ja, die hochgerippte Becherlorchel ist ein Folgezersetzer, der in der Regel als typischer Frühlings- und Frühsommerpilz beschrieben wird, seltener aber durchaus auch mal im Herbst gefunden werden kann. Die Art ist vergleichsweise weit verbreitet und wird dementsprechend dann doch relativ häufig gefunden. Die hochgerippte Becherlorchel scheint insgesamt eher parkähnliche Flächen wie zum Beispiel Friedhöfe, Badeseen, Parkplätze oder Gärten zu bevorzugen. Aber auch in Laub-, Nadel- und Mischwäldern soll die Art gerne erscheinen. Auf parkähnlichen Flächen scheint die Art eine Vorliebe für Gebüsche zu haben und erscheint dann gerne vor oder sogar im Gebüsch bei Hasel. Auch bei Pappel soll die hochgerippte Becherlorchel häufig und gerne erscheinen. Fruchtkörper bildet die Art dabei meist auf vergrabenem Totholz. Kalkreiche Böden scheint die hochgerippte Becherlorchel dabei zu bevorzugen. Wie sieht's mit Speisewert und Verwendbarkeit aus? Die hochgerippte Becherlorchel wird in der Regel als essbar beschrieben, soll aber eine eher unangenehme Konsistenz besitzen. Außerdem enthalten die verschiedenen Lorchelarten den Giftstoff Gyrometrin, der zwar durch ausreichendes Erhitzen oder Trocknen weitestgehend zerstört werden kann, von dem aber durchaus auch bei korrekter Zubereitung Rückstände in den Fruchtkörpern verbleiben können. Wir sammeln gyrometrinhaltige Arten deshalb generell nicht mehr für Speisezwecke und würden auch generell empfehlen, gyrometrinhaltige Arten unabhängig von der Stärke des Gyrometringehalts zu meiden. Wie sieht die hochgerippte Becherlorchel denn eigentlich aus? Woran kann man die erkennen? Die hochgerippte Becherlorchel erreicht einen Durchmesser von bis zu 12 cm. Der Fruchtkörper kann gelbbräunlich, hellbräunlich, graubräunlich oder auch mal dunkelbräunlich gefärbt sein. Die Fruchtkörper sind jung becherförmig und wirken auf den ersten Blick oft wie ein ungestielter Becherling, der auf dem Boden wächst. Mit zunehmendem Alter bzw. Wachstum erhebt sich das becherförmige Kopfteil der hochgerippten Becherlorchel vom Boden und der typische gerippte Stiel wird sichtbar. Oft wirkt das Kopfteil dabei außen dann wie mit Adern durchzogen. Die Außenseite des Kopfteils besitzt häufig eine samtig wirkende Struktur. Der Stiel der hochgerippten Becherlorchel ist meist etwas heller gefärbt als das Kopfteil und kräftig gerippt. Der Stiel geht über die einzelnen Rippen dann im Prinzip nahtlos in das becherförmige Kopfteil über. Das Sporenpulver ist weiß gefärbt. Die hochgerippte Becherlorchel besitzt cremeweißlich bis hellbräunlich gefärbtes Fleisch, das zwar schon die typische wachsartige, brüchige Konsistenz der Morcheln, Werpeln und Lorcheln besitzt, aber dann doch eine Spur zäher ausfällt als gewohnt. Die hochgerippte Becherlorchel besitzt einen unbedeutenden, schwach erdigen Geruch und einen milden Geschmack. Geschmacksproben sollten aufgrund der starken Giftigkeit im rohen Zustand unbedingt vermieden werden. Wie sieht's denn mit der Verwechslungsgefahr aus? Mit welchen Arten kann man denn die hochgerippte Becherlorchel verwechseln? Ja, die hochgerippte Becherlorchel kann mit den verschiedensten Becherlingen und Lorcheln verwechselt werden. Anbei hierzu einige Beispiele. Zu den verschiedenen Lorchelarten gehören zum Beispiel die schüsselförmige Lorchel, die langstielige Becherlorchel, die rippenstielige Lorchel oder auch die schwarzbraune Becherlorchel. Die meisten dieser Lorcheln wachsen entweder nicht oder nur selten im Frühling bzw. Frühsommer oder sind deutlich seltener als die hochgerippte Becherlorchel, ja, und sind dementsprechend kaum zu finden. Durch das Erscheinen im Frühling kann die hochgerippte Becherlorchel jung auf alle Fälle auch für einen jungen Morchelbecherling gehalten werden. Jung sieht die hochgerippte Becherlorchel nämlich wie beschrieben tatsächlich häufig eher aus wie ein Becherling. Einfachstes Unterscheidungsmerkmal ist hier wieder mal der Geruch. Morchelbecherlinge riechen nach Chlor, die hochgerippte Becherlorchel nicht.
Eher unwahrscheinlich, aber dann doch möglich, wäre auch eine Verwechslung mit den verschiedenen Scheibchenlorcheln. Die Scheibchenlorcheln wachsen aber zumindest 95% nicht auf vergrabenem Totholz, sondern, zumindest bei uns in der Region, fast ausschließlich auf alten, modernden Stümpfen. Außerdem gibt es deutliche Unterschiede bei der Farbe und dem Stiel, der bei der Scheibchenlorchel nie so stark ausgeprägt ist wie bei der hochgerippten Becherlorchel. Ansonsten gibt es da noch eine ganze Reihe weiterer Becherlingsarten, mit denen die hochgerippte Becherlorchel zumindest theoretisch verwechselt werden könnte. Typische Beispiele wären hier der blasige Becherling, der Riesenbecherling oder auch der Buchenwaldbecherling. Alle diese Arten besitzen aber nicht diesen typischen gerippten Stiel und lassen sich daher eigentlich doch relativ einfach von der hochgerippten Becherlorchel unterscheiden. Nun solltet ihr umfassend über die hochgerippte Becherlorchel informiert sein. Meine Frage an euch: Habt ihr die hochgerippte Becherlorchel schon einmal gefunden? In welchem Habitat konntet ihr die hochgerippte Becherlorchel finden? Findet ihr die Art schon im April oder ist die Art bei euch auch eher so in Richtung Mai häufiger zu finden? Schreibt uns eure Erfahrungen zur Art wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten gibt es bei uns zum Abschluss des Pilzporträts jetzt nochmal die ein oder andere Detailaufnahme zur Art. Hier könnt ihr euch wie gewohnt die eben beschriebenen Merkmale zur hochgerippten Becherlorchel nochmal in Ruhe anschauen und sie euch einprägen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den restlichen Aufnahmen. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.